Euro-US-Dollar vor neuem Allzeithoch? Keine Sorge, ich stehe weder unter Medikamenten noch habe ich Restalkohol im Blut. Ich meine das völlig ernst. Warum und wieso, das sage ich euch in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Tradermacher-Kanal. Tja, durchaus ein provokanter Titel, das gebe ich zu. Euro-US-Dollar vor neuem Allzeithoch. Zuerst mal möchte ich sagen, wir werden gleich eine charttechnische Betrachtung vornehmen. Fundamental ist es so, dass der Euro natürlich in den letzten, fünf Jahren schwächer tendierte. Einfach deshalb, weil die US-Wirtschaft zum einen besser gelaufen ist, dann haben die Amerikaner schneller die Zinsen gesenkt, jetzt erhöhen sie sie schneller wieder und insofern muss man sagen, sie haben die Lage etwas besser im Griff und der Euro leidet darunter. Wir sollten allerdings bei dieser Betrachtung eins nicht vergessen. Alles, was an Informationen zur Verfügung steht, ist genau jetzt im Kurs drin. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich im Video-Update vor zwei Wochen für die Kunden gesagt habe, das war bevor Draghi und Janet Yellen sich geäußert haben, dass aus meiner Sicht das Überraschungspotenzial für den Euro eher auf der Oberseite liegt. Da stand der bei Euro bei unter 1,06 und jetzt notiert er bei 1,074. Jetzt bedeutet für mich Sonntag und deswegen auch der Hinweis mit dem Restalkohol. Ich hatte einen ganz ruhigen Abend gestern, bin also absolut nüchtern. Und ihr werdet das Video morgen sehen. Im Laufe des Tages wird sich der Euro sicherlich ein klein wenig verändern. Aber er war eben seitdem durchaus positiv. Und das, obwohl die EZB erwartungsgemäß die Zinsen nicht erhöht hat, die amerikanische Notenbank Fed hingegen hat die Zinsen erhöht. Dennoch ist der Euro nicht, wie man vielleicht meinen sollte, schwächer geworden, sondern eben stärker. Und deswegen auch der Hinweis, dass das Potenzial eher auf der Oberseite liegt. Ob das dann schon für den langfristigen Turnaround reicht, das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber ich möchte euch erstmal einen Chart einblenden. Schaut euch mal diesen Chart an. So, und da seht ihr, wenn man den Euro zum US-Dollar sich seit 1985 ansieht, dann darf man wohl feststellen, es ist noch immer eine Aufwärtsbewegung. Es ist in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich knapp geworden. Also das, was ihr da seht, eine Kerze stellt den Verlauf eines Monats dar. Aber noch ist der Aufwärtstrend intakt. Die Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs ist passend. Und das ist nun mal, was einen Aufwärtstrend ausmacht. Man könnte also meinen, wenn es sich jetzt nicht um den Euro zum US-Dollar, sondern um irgendeine x-beliebige Aktie halten würde, ja, das ist eine Kaufgelegenheit und in den nächsten Monaten oder vielmehr Jahren sollte es dann auf ein weiteres Hoch gehen. Nun ist der Euro-US-Dollar eben nicht nur irgendeine Aktie, sondern ja ein Politikum, insofern Gegenstand zahlreicher Pressemeldungen jeden Tag, zahlreicher Analysen jeden Tag. Und dann kann man sich die Dinge eben häufig nicht so vorstellen, wie es der Chart sagt. Ich beziehe mich hier aber auf den Chart. Also, jetzt kennt ihr, ja, sagen wir, die Grundlage des Titels. Aber wir schauen uns natürlich den Euro-US-Dollar jetzt in kurzfristiger Zeitebene an und schauen mal, wo ist vielleicht ein passender Einstieg, beziehungsweise wo war er und welche Widerstände müssen überwunden werden. Dann möchte ich euch allerdings vorher noch sagen, das hier, was ich euch jetzt gleich zeige, das könnt ihr auch jede Woche haben. Ich spreche nämlich über den Euro-US-Dollar, über den DAX, über Gold sehr regelmäßig. Und zwar könnt ihr das ganz einfach bekommen, jeden Mittwoch völlig kostenlos, wenn ihr auf www.tradermacher.de geht und euch
dort eintragt. Ist mit überhaupt keinem Aufwand verbunden, mit überhaupt keiner Verpflichtung verbunden. Einfach eintragen und dann erhaltet ihr jeden Mittwoch meine kostenlose Einschätzung. So, das war's dazu und jetzt schauen wir uns den Euro zum US-Dollar mal ganz genau an. Schaut mit mir auf den Bildschirm. Los geht's. Was ihr hier seht, ist unschwer zu erkennen. Der Euro-US-Dollar seit 2012, wir können auch noch mal ein bisschen zurückgehen. So, ja, seit Anfang 2012 im Tageschart. Keine Sorge, es wird gleich etwas übersichtlicher. Ich möchte euch nur kurz einen Indikator einfügen, der in der langfristigen Betrachtung immer noch eine gewichtige Rolle spielt. Das ist der Moving Average, also der EMA 200. Und ihr seht, der hat durchaus ein Gewicht im Trading, allerdings nicht als Indikator, auf den man nun direkt reagieren sollte. Also der Moving Average ist ungeeignet, um anhand des Verlaufs dieses Indikators direkt Positionen zu eröffnen oder zu schließen im kurzfristigen Bereich. Er gilt lediglich als Taktgeber, wenn ihr so wollt. Ihr erkennt auch, in Trendphasen ist der Moving Average durchaus zu gebrauchen. Wir hatten hier im Jahr 2013 einen Aufwärtstrend und ihr seht, der Kurs hat immer wieder auf den Moving Average 200, also den EMA 200, aufgesetzt. In Seitwärtsphasen, so wie hier Anfang 2013, ist der EMA genauso wie viele andere Indikatoren ziemlich sinnfrei. Er wird also in beide Richtungen immer wieder geschnitten, ohne dass daraus jetzt irgendwelche Erkenntnisse zu ziehen wären. Also auch ein gleitender Durchschnitt ist in Trendphasen besser zu gebrauchen. Das hier war natürlich phänomenal. Tatsächlich war hier dieses Kreuzen des kurzfristigeren gleitenden Durchschnittes ein krasses Verkaufssignal, welches dann auch immerhin minus 3000 Pips nach sich zog. Dann hatten wir wieder eine lange Seitwärtsphase, in der Moving Average nicht zu gebrauchen war. Und ob das, was wir jetzt sehen, ein Aufwärtstrend ist oder wird, das sehen wir gleich. Wir sehen aber aktuell, hier ist der, gehen wir mal etwas näher ran und machen es mal etwas deutlicher. So, jetzt sind wir schon im Jahr 2016 angekommen. Ihr seht, hier ist der Kurs direkt zur Seite abgeprallt, denn hier gab es nochmal eine Verstärkung des Abwärtstrends. Hier erreichten die Kurse nicht mal mehr den 200-Tage-Durchschnitt und aktuell sind wir wieder hier und sehen immerhin, auf Tagesbasis ist der Kurs abgeprallt. Also, das mal als kleiner Hinweis vorab. Dann möchte ich noch kurz einen Indikator einfügen, Seasonals, den kennen vielleicht einige von euch schon. All diejenigen, die bei Qtrade ein Konto eröffnet haben, konnten anrufen beim Kundendienst und haben den Indikator dann auch bekommen. Einmal ganz kurz abgleichen, in was für einer Phase befinden wir uns. Aufgrund der aktuellen Berechnung ist es so, dass zumindest einem Aufwärtstrend wenig im Wege steht. Also wir sind inmitten einer neutralen Phase, können aber auch erkennen, dass der Seasonals hier zuletzt keineswegs ein besonders befriedigendes Ergebnis geliefert hat. Also hier ist eine Aufwärtsbewegung in einer saisonal schwachen Bewegung. Das kann hin und wieder vorkommen. Natürlich ist so eine langfristige Betrachtung nie bei 100%. Rein von der Saisonalität her sind wir also in einer neutralen Phase, einem Anstieg stünde von daher wenig im Weg. Den nehmen wir mal aufgrund der Übersichtlichkeit wieder raus, löschen das. Und ja, dann nehmen wir mal die klassische Fibu-Analyse von oben. Wir sind ja noch im Abwärtstrend, zumindest mittelfristig. Langfristig, habe ich euch gezeigt, ist der Aufwärtstrend noch intakt. Es war knapp, aber immerhin. So, was wir hier sehen, ist, dass die unterste Retracement-Linie 23,6er überschritten wurde und dann auch tatsächlich zu Anschlusskäufen führte.
Und nun wird es in der mittelfristigen Betrachtung natürlich wichtig, dass zum einen hier die 200-Tage-Linie, die genau mit diesem Hoch zusammenfällt übrigens, also von hier aus ist der Kurs, das mache ich nochmal ein bisschen dicker, weil es wichtig ist. Nope. So, dann machen wir mal ein bisschen Fett und bringen da mal ein bisschen Leben rein. So, ihr seht, hier sind im November, Dezember 2016 die Kurse zur Unterseite abgeprallt. Genau das Gleiche ist Anfang diesen Jahres passiert. Und jetzt sehen wir, der EMA 200 und dieser wichtige Widerstand, die fallen hier zusammen. Sollte also dieser Widerstand bei 1,0795, nehmt es nicht so genau, von mir aus 1,08 per Tagesschlusskurs überwunden werden, dann wäre das das erste Kaufsignal seit mehreren Monaten oder sagen wir das etwas, ein gewichtiges Kaufsignal. In der Folge sollte dann am besten auch gleich diese Retracement-Linie, die kann man als Bestätigung nehmen. Also der Einstieg wäre praktisch ein Anstieg über 1,08 und dann sollte im besten Fall hier gab es nämlich diese beiden Fehlausbrüche zur Oberseite, erkennt ihr hier ganz schön, hier sollte es dann auch direkt über diese Linie rübergehen. Das wäre ein Kaufsignal. Der Anstieg über 1,0826 lässt sich relativ klar bestimmen. Das nächste Ziel läge dann hier in etwa bei 1,09. Lege ich nochmal die Linie drüber, damit ihr es seht. 1,0978. Ein weiteres Ziel. Ja, bitte dran denken, wir reden hier nicht von Daytrading. Wir reden hier von einem Positionstrading über Tage und Wochen. Also dieser Anstieg hier hat rund 6 Wochen gedauert. So viel Zeit solltet ihr dieser Bewegung mindestens geben. Das hier über das 61,8er Retracement, egal ob oben oder unten, also egal ob 23,6er oder 61,8er, das hängt ja schlicht davon ab, wo ihr das Fibonacci Retracement, von wo aus ihr es anlegt. Im Aufwärtstrend macht man es normalerweise von unten, im Abwärtstrend von oben. Wenn diese Marke dann überwunden wird, dann kann man oder darf man auf eine mittelfristige Trendwende spekulieren. Bis dahin kann der Euro-US-Dollar durchaus ansteigen und dann trotzdem nochmal zurückfallen. Denn so eine Bodenbildung, die dauert eben manchmal nicht nur Wochen, die kann Monate dauern und gerade in diesem Basiswert extrem volatil verlaufen. Also, schaut euch das an. Wir haben hier auch noch die Abwärtstrendlinie. Auch hier ist ein weiterer Widerstand völlig klar, wenn ein Basiswert über Jahre hinweg in einer Abwärtsbewegung war und das war der Euro zum US-Dollar, dann ist es klar, ihr bekommt nicht per Knopfdruck dann ein Kaufsignal und der Weg nach oben ist frei. Es wird immer zahlreiche Widerstände geben, aber das macht es natürlich auch so spannend, denn ihr könnt anhand dieser Widerstände, wenn sie überwunden sind, dann habt ihr eben auch keinen Widerstand mehr, sondern dann habt ihr Unterstützung und könnt den Stop nachziehen. Und wenn man sich überlegt, welches langfristige Potenzial in so einem Trade drinsteckt, ja, meine Güte, dann ist natürlich auch das Risiko wert, dass man zwischendurch immer mal wieder ausgestoppt wird oder einen neuen Anlauf nehmen muss. Denn die Finanzierungskosten sind in diesem Basiswert sehr gering, werde ich nochmal im anderen Video drauf eingehen, aber wenn ihr jetzt beispielsweise den Euro gegenüber dem südafrikanischen Rand handelt, ja, da ist die Differenz der Zinsen in diesen beiden Währungsräumen so groß, dass der Trade natürlich auch sehr teuer wird. Den Euro-US-Dollar, den kann man gefahrlos über Wochen und Monate traden, ohne großartige Finanzierungskosten. Also, ich habe euch hier die Widerstände auf der Oberseite gezeigt. Noch ist dieses Kaufsignal nicht aktiviert. Ich bin aktuell, um das mal quasi als Disclaimer laufen zu lassen, ich bin aktuell bereits long seit ein paar Tagen. Das war vor den beiden Notenbank-Sitzungen. Ich werde den Stop nachziehen. Das bedeutet, wenn der Euro-US-Dollar hier runter unter 1,06 fällt, dann werde ich wieder rausgehen, denn dann kann er weiter fallen. Aber mittelfristig ist das Kaufsignal eben noch gar nicht entstanden, sondern entsteht mit dem Anstieg hier über 1,0795.
der dann bestätigt werden muss durch den Anstieg über 1,0826. Das wäre passend. Ob daraus dann ein Allzeithoch entsteht, da sage ich einfach mal, lassen wir doch den Markt entscheiden. Wie ihr seht, Totgesagte leben manchmal länger. Das ist natürlich keine Garantie, aber ihr kennt jetzt zum einen die Marken auf der Unterseite, die es zu beachten gilt, damit sich dieses Long-Szenario aufrechterhalten lässt. Und zum anderen wisst ihr auch, welche Widerstände auf der Oberseite genommen werden müssen, damit das Wunder 2017 oder vielleicht auch 2018 dann wahr wird. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, ihr müsst nicht unbedingt auf das nächste Video warten. Natürlich werde ich den Euro-US-Dollar immer mal wieder besprechen. Ihr könnt das auch regelmäßig bekommen, jeden Mittwoch, kostenlos von mir. Einfach auf www.tradermacher.de eintragen, dann bekommt ihr das in den Postkasten. Bitte nicht vergessen, die E-Mail-Adresse zu bestätigen, wenn ihr im Anmeldeprozess dann eine automatisch generierte E-Mail bei euch im Postfach vorfindet. Ja, das müssen wir machen. Ansonsten tragen sich dazu viele Robots ein oder vielleicht Doppelanmeldungen, was auch immer. Also eintragen, dann kommt die E-Mail, dann drückt ihr auf den Bestätigungslink. Fertig, das war's. Jeden Mittwoch kostenlos. So, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann hinterlasst die sehr gerne in der Kommentarfunktion. Wenn man bei einem so schwachen Wert wie dem Euro zum US-Dollar tatsächlich von einem neuen Allzeithoch spricht, dann muss das ja zwangsläufig Gegenstimmen auf den Plan rufen. Und auf die freue ich mich natürlich und wir können darüber sehr gerne diskutieren. Was kommt im nächsten Video? Schaue ich mal schnell nach. So, tja, wann kommt der Crash? Wann kommt der Crash? Meinen Hut dazu werfe ich in den Ring im kommenden Video, solltet ihr nicht verpassen. Am besten den Kanal abonnieren und die Alarmfunktion aktivieren, dann bekommt ihr nämlich einen Hinweis, sobald das Video hochgeladen ist. Das war's aber wirklich für heute. Macht es gut, einen schönen Abend. Bis dann.